Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal, zum ersten Projekt. Also eigentlich ist es ja nicht das erste Projekt, aber das erste Projekt, was ich jetzt hier begleite und nicht nur einrichte, in diesem Laden. Willkommen zu einem neuen Abschnitt der Kanalgeschichte. Ja. Und, fühlst du dich schon wohl? Es ist schon eine Veränderung gewesen. Aber es ist ja nicht komplett fremd. Der Laden, den habe ich ja mitbegleitet seit der Entstehung. Ja, und jetzt ist es so zum Zuhause geworden. Ja. Ja. Aber ich fühle mich wohl, ja. Das ist sehr seltsam. Sehr strange, ne? Aber ja. Gut, jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört, habe ich mal gehört irgendwie. Genau. Und wir haben jetzt hier ein Jewel, wie du immer sagst, also ein Juwel. Aber ich würde vorschlagen, wir beginnen jetzt erstmal das Video und beenden das Intro, oder? Also wir sind noch im Intro. Wir sind noch im Intro, na genau. Dann also viel Spaß in diesem Video, los geht's. Dann freut euch auf den Fisch. Genau. Weißt du, was der größte Unterschied für mich ist? Nee. Dass hier hell ist. Dass hier hell ist, ja. Und du nicht mehr so weit fahren musst. Ja. Ne? Und wir nach Feierabend drehen können, ohne dass einer von beiden sehr weit fahren muss. Ja, und ich habe, mein Stativ steht hier hinter der Aquaristik zum Beispiel. Das ist schon verrückt, dass ich nicht mehr alles mit mir rumschleppen muss. Ja, es ist halt schon da, ne? Wir können dann einfach loslegen. Genau. Wollen wir jetzt, apropos loslegen, wollen wir den Leuten mal erzählen, was wir hier heute vorhaben. Mhm. Ja, also ihr seht hier ein Jewel. Ein 240er Rio, seht ihr hier stehen. Das Rio 240 komplett in Werksformation. Ne? Stock. Stock, genau. Komplett Stock, Factory Stock. Und wir haben etwas vor. Wir haben uns nämlich überlegt, also im Rahmen der Schaubecken, die hier im Laden entstehen werden, haben wir uns überlegt, wir wollen mal ein ganz besonderes Aquarium machen mit einem ganz besonderen Thema. Und ich habe das ja, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, vor einigen Wochen schon mal mit einem Social-Media-Post angekündigt. Wir machen, ja, was machen wir hier? Willst du es unseren Zuschauern erzählen? Ich bin erstmal überwältigt, dass ich in meiner 25-jährigen Zoofachhändlerkarriere hatte ich noch nie so viele Schaubecken in einem Laden. Ja. Und das hatte ich ja nicht ohne Grund, weil man braucht immer Zeit zum Pflegen. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit, so wie wir die letzten 3 Jahre verbracht haben, konnte ich mir vielleicht ein Schaubecken im Laden leisten, weil für mehr war gar nicht die Zeit. Und natürlich mache ich das ja nicht alleine, aber auch in der Aquaristik waren gar nicht so viele Leute. Das ändert sich ja jetzt mit dir. Das und jetzt auf einmal haben wir hier so viele Schaubecken. Genau, und es werden schöne und sehr gepflegte Schaubecken werden. Das darf ich jetzt auch schon mal versprechen. Ja. Und wir wollen was Besonderes machen. Also ihr kennt ja unsere Kanalgeschichte. Wir waren ja bekannt für die Dutch Style. Wir haben ab und zu mal ein Aquascape gemacht, Biotopbecken. Da seht ihr dann im anderen Laden noch was dazu. Und hier wollen wir wollen ein Tribute-Aquarium machen, haben wir uns überlegt. Und zwar wird es ein besonderes Thema. Zu wessen Ehren denn? Tja, viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Der Roland Numrich, das ist ja sicherlich ein bekannter Name. Und viele von euch gucken ja nicht nur unseren Kanal, sondern auch andere einschlägige Kanäle. Und da werdet ihr den sicherlich herkennen. Wir kennen den Roland auch schon viele Jahre. Und der ist ja nun bekannt für seine vielen Reisen und seine Expertise im Bereich, vor allen Dingen, also Zierfische aus aller Welt, aber vor allen Dingen aus Afrika. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen ein Roland Numrich Tribute Aquarium und das wird hier drin entstehen, denn wir machen hier ein Aquarium mit dem Thema Afrika, denn für einige Fische ist er ja bekannt, der Fantastik zum Beispiel, dieser Phenacogrammis, der rote, oder eigentlich, der hat ja alle Farben des Regenbogens. Der Kongo-Sammler, das ist ja ein Fisch, den er im Prinzip ins Hobby gebracht hat. Ihr habt das auch auf dem Zoobox-Kanal sicherlich schon häufiger gesehen. Die haben die geunboxed. Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt nicht nur einfach ein 0815-Aquarium hier aufstellen, sondern wir machen ein schönes Aquarium, ein biotopgerechtes Aquarium. Und das Highlight in diesem Aquarium ist die Bepflanzung. Die Bepflanzung ist nämlich aus Afrika, vom Roland mitgebracht und dafür möchte ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du mir immer diese ganzen Pflänzchen hast zukommen lassen. Meistens ist es ja so, er ist aus dem Kongo wieder zurück und du kriegst dann ein Päckchen. Ich krieg ein Päckchen. Also ich habe schon mehrere Päckchen bekommen und jedes Mal ist was Tolles drin. Genau. Und
Vielleicht kannst du es einblenden. Ich habe ja Fotos gemacht damals. Das war letztes Jahr im Februar. Da kam ein Päckchen und da waren Anubien drin. Und bevor er da hingeflogen ist, habe ich schon gesagt, bitte, 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 bring mir mal einen Anubias Wildfang mit. Und dann kam das Päckchen. Wir haben über seine Pflanzen schon häufiger mal berichtet. Ja, in der Dutch Style Serie. Mhm. In der, doch, da haben wir das kleine Raritätenbecken, was du in der Anlage ja, hast ja, zum Beispiel. Genau. Stimmt, da war die drin. Die, in welchem Video das war und ob ich das jetzt finde, weiß ich nicht. Aber wir Eichhornia. Hatten die schon, die Eichhornia. Genau. Wir hatten die auch im Adventskalender mal erwähnt. Mhm. Und also das begleitet uns jetzt die letzten Jahre auch schon. Deswegen ist es ein Tribut. Das passt ja, weil es ist jetzt auch nicht ganz neu auf unserem Kanal. Genau, es ist nicht ganz neu, aber das war jetzt eine Pflanzenart, die du aufgezählt hast. Die habe ich ja schon 2 Jahre vorher bekommen. Und jetzt habe ich Anubien. Und Anubien vom Originalstandort aus Kamerun, das ist schon was Cooles. Anubia spez beige. Ja, also die haben eher so anthrazitgrau, grün irgendwie. Eine ganz strange Farbe haben die. Genau. Weißt du, ich glaube jetzt, ein paar Kommentare würden jetzt kommen, wenn wir nicht drauf eingehen. Ja. Und du hast das Wort Anthrazit gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, dass das hier schon steht. Ich kann dir nämlich noch keins bestellen. Ich habe gleich als die Info kam zur Interzoo, wir haben ja vor dem Aquarium gedreht, der Damir hat uns das Becken ja auf der Interzoo gezeigt. Genau. Und da habe ich schon bei unserem Großhändler einfach ein größeres Kontingent oder eine größere Menge bestellt. Mhm. Und das eröffnet einen halt dann doch immer noch mal Türen. Gell? Ja. Und so wie das jetzt lieferbar war, habe ich es auch bekommen. Du hast ja schon Ende letzten Jahres die Becken bekommen, ja. Weil zu dem Zeitpunkt konnte ich die noch gar nicht bestellen. Ich habe dann gedacht, ach Mensch, cool, die gibt es ja jetzt schon. In allen Größen 4 Stück habe ich da. Das ist nice. Ja, ich freue mich auch über unser großes Lager, was wir jetzt hier haben. Aber da werdet ihr in einem anderen Video noch mehr sehen. Ja, und wir machen jetzt Folgendes. Wir werden das Thema konsequent durchziehen, fast konsequent, denn hier kommt eine Rückwand rein. Und ihr kennt es ja von unserem Kanal auch schon, Back to Nature habt ihr schon gesehen, ja, bei deinem Aquarium. Da wird der Roland aber Fan sein, wenn das ein Becken ist und dann ist eine Back to Nature Rückwand. Der ist eigentlich kein großer Back to Nature Fan, aber da muss er jetzt mit leben, denn das Becken steht ja hier bei uns im Laden. Und deswegen kommt ja eine Back to Nature rein, die zwar eigentlich Orinoco heißt, aber wir labeln die jetzt um. Das ist jetzt eine Back to Nature Kongo. Ja. So, und die kommt jetzt hier rein. Des Weiteren werdet ihr sehen, wie wir das Aquarium, also wir werden jetzt diese Rückwand einbauen für euch. Das machen wir aber nur im Timelapse, denn das habt ihr ja in deinem Aquarium schon gesehen. Ist ein bisschen aufwendiger, also ich kann euch sagen, es ist sehr viel Zurechtschneidarbeit notwendig, bis die Dinger passen. Aber wenn, das, dann sehen sie super geil aus. Genau, und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Genau, das schauen wir uns gleich an. Und dann erkläre ich euch einfach, wie es dann weitergeht mit dem Aquarium, oder? Dann lasst doch mal die Zuschauer mit einem Schnippen in der Zeitreise. In die Zeitreise. Genau, so machen wir das. Okay. Also, wir sehen uns in der Zukunft. Willkommen in der Zukunft. War echt nicht geil. Oh, wir haben hier ganz schön geschuftet, gell? Ja. Am besten ist aber hier meine Stromkonstruktion, denn ich war auf so einer Leiter. Ja. Das ist echt weit oben. Die Halle ist hier 8 Meter. Ja. Das sind vielleicht jetzt nur 4 oder 5, aber das hat ganz schön gewackelt. Ja, das stimmt. Also wir haben, ich glaube, beide ganz schön geschwitzt, bis das hier fertig war. Ich hatte euch ja angekündigt. Ich habe vor 2 Jahren diesen Laden hier mitgeplant. Ja. Und ich habe, das ist hier wie Marionetten. Überall im Laden kommen Strippen runter, wo ich den Strom brauche. Das musste ich natürlich den Elektrikern alles vorher ausmessen. Hier steht später der Teich. Da steht später die Pflanzenanlage. Und dann haben die das über solche
Deckenkanäle haben die diese Strom überhin gemacht. Und jetzt 2 Jahre später musste ich hier wirklich nochmal selber Strom ziehen. Da hätte keiner mitgerechnet, dass ich jetzt hier nochmal Strom brauche. Und die Ecke ist eigentlich perfekt, weil wir sind mit unseren Schaubecken eigentlich super positioniert. Also es ist als wäre es dafür geplant gewesen. Was stand denn da vorher? Dieses schöne Dekoregal da drüben. Mhm. Und ich habe dir immer gesagt, Mensch, also das ist schon okay, man braucht das so ein Dekoregal. Aber das ist hier Prime Area, so, da muss was Schönes hin. Ja, das ich würde sagen, wir kommen mal zurück zum Thema. Genau. Also ich habe euch ja schon angekündigt, glaube ich, in dem Video, als wir das Becken hier im Prinzip geunboxed haben. Also es war ja schon aufgebaut, aber es war noch der Rohling. Dass wir hier ein Tribute-Aquarium draus machen wollen und hier eine Back-to-Nature-Rückwand reinkommt. Die heißt jetzt bei uns einfach Kongo oder Westafrika und nicht mehr Orinoco, denn wir sind ja hier in Afrika zu Hause. Und deswegen machen wir hier ein Afrika-Aquarium und dann muss auch die Rückwand warm dazu passen. Ja, dann wäre es warm, das stimmt. Wir sind jetzt thematisch hier in Afrika. Okay. Ja, ihr habt es ja schon in den Aufnahmen gesehen. Also ich sah, glaube ich, auch aus wie der Schneemann, oder? Als ich hier draußen geflext habe. Also es ist, das muss man jetzt mal an dieser Stelle sagen, Back to Nature macht die Dinger ja von Hand. Also die werden ja von Hand gebaut und diese Abdrücke und sowas, das hat zwar schon eine Größe. Bei diesen Rückwänden, das ist ja diese Juwel-Serie, muss man aber dazu sagen, und das ist jetzt nicht die erste, die ich verbaue, man muss da echt einiges anpassen. Also ich habe hier wirklich etliche Zentimeter weggeflext und ich wollte, dass das Ergebnis sehr sauber wird. Das machst du immer sehr gerne, oder? Mit der Folie. Ja, na, jetzt kann man auch mal diese Filterumrandung sehen. Ja. Was hat denn das hier? Brand of the Year. Ja, aber das war schon 20 und 18. So. Okay. Ja, genau. Diese Serie ist direkt gebaut für Juwelen. So, und jetzt mal unabhängig davon, dass ich hier eine ganze Menge habe wegschneiden müssen. Ich wollte, dass es sauber und ordentlich verarbeitet ist, dass es auch dicht ist. Also natürlich nicht wasserdicht, da kommt schon Wasser dahinter. Und nein, es gammelt nicht. Das könnt ihr, wenn ihr es uns nicht glaubt, gerne nochmal in deinem zweiten Teil deines Heimvideos anschauen. Denn da hast du in meinem alten 150e hinter der Rückwand gefilmt und da hat nichts gegammelt nach 16 Jahren. JR Aquascaping, ja, war ja da. Ja. Und die hatten den Tom dabei von Söll-Oase. Ja. Und der hat gefragt, ob du hier hinter die Rückwand noch so Hamburger Mattenfilter oder so Filterschwämme machst. Nee, mache ich nicht, denn dafür müsste ich auf der einen Seite ansaugen und auf der anderen müsste das Wasser rausdrücken. Das würde jetzt eigentlich keinen Sinn ergeben. Und das funktioniert auch nicht, weil hier an der Stelle ist ja direkt hinten an der Wand. Gell? Genau. Die ist zu, also das sind 2 Module. Ihr habt es ja gesehen beim Reinkleben, ich musste das halt x-mal anpassen. Und der Originalfilter ist drin und bleibt auch drin. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass, also ihr habt hier, macht das jetzt mal hier so. Mhm. Ihr habt ja hier, oh, da gurgelt es gerade wieder. Naja, ich habe die. Hier ist ein Einlaufloch, das habe ich auch nochmal festgeklebt und hier oben. Also der Filter bleibt, wie er ist, der ist original und das Wasser kommt hier wieder raus. Hier ist natürlich ein Hohlraum, da müssen wir einfach schauen, vielleicht kommt da noch Biofiltermaterial rein. Ich denke es aber nicht, denn hier würde ja Mulm reinfallen können. Das könnte jetzt nicht anders aussehen oder hätte vielleicht auch anders aussehen können, wenn man dieses Teil hier schmaler gemacht hätte. Nur sollten die Proportionen ja passen. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht wirklich geil aus. Was ich noch machen würde, ich würde mir hier ein Schwämmchen machen, also nur so ein flaches, dass die Fische hier nicht drüber springen. Ja, das können wir machen. Nur oben zumachen. Genau. Dass es safe ist, weil die würden jetzt zwar hier drin schwimmen können, ohne dass was passiert, aber die kriegt man natürlich schwierig wieder raus. Deswegen machen wir das nochmal zu. Was ich aber gemacht habe, ist unten und oben das Ganze gut verklebt, an den Seiten auch. Das Ganze habe ich dann zum Schluss nochmal mit einer Folie von außen verkleidet und hier in die Zwischenräume Schwämme reingesteckt. Also es sieht wirklich sauber aus. Wenn ihr davor steht, da quatschert kein Silikon irgendwo raus. Und das ist jetzt hier von ADA, Hobby oder Juwel. Wo ist denn die weiße Folie her? Das weiß ich gar nicht, die hatten wir irgendwie liegen. Gut. Eins der genannten Marken. Und dann haben wir das Ganze jetzt erstmal auslüften lassen, denn das steht ja schon ein paar Tage. Wir haben es, gestern hatte ich es aufgemacht und wir haben mal reingeguckt und da kam aber noch ganz schön der Mock hoch. Ja, also es ist kein Silikon, das ist dieser BTN-Kraftkleber, den wir auch bei deinem Aquarium verwendet haben. Ich habe auch hier in der Mitte überall Schwamm reingesteckt, denn es ist eben alles nicht hundertprozentig eben und gleich. Und ja, jetzt passt es aber und ich finde die Optik wirklich cool. Also ich muss dir ehrlich sagen,
Wir kennen ja diese ganzen Diskussionen, ja, das nimmt Platz weg im Aquarium und hin und her. Das war von unseren Kollegen, das sind jetzt unsere Kollegen, nicht unsere Kollegen. Meine Kollegen. Ja. Unsere Kollegen haben auch gesagt, ja, es nimmt halt mega viel Platz weg. Unsere Kollegen und unser Lernling. Unser Lernling. Ja. Die haben gesagt, das nimmt ganz schön viel Platz weg. Jetzt aber ist es gar nicht mehr so schlimm, weil du hast sie angepasst. Als wir sie vorne nur drinnen stehen hatten, ja, da stand sie weiter weg. Dann konnte sie gar nicht weiter zur Rückwand. Ja. Und da hat sie wirklich die Hälfte des Beckens blockiert. Und jetzt, finde ich, hat sie sich schön an die Rückwand angekuschelt, angeschmiegt, kann man das sagen? Ja. Angeschmiegen. Und, anschmiegen müssen. Anschmiegen müssen. Ja. Und ich finde, jetzt ist es eigentlich perfekt. Ja, dieser Baumstamm hier, wenn der jetzt nur so dick gewesen wäre wie der Filter, das würde auch irgendwie affig aussehen. Also es ist schon cool und ich finde die Proportionen echt gut. Gibt es das denn noch? Ist das noch ein aktuelles Produkt? Ja, das ist Produkt? Noch ein aktuelles Produkt, okay. Genau. Das gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe es auch mal in einem 80er Becken verbaut. Ja, da muss man schon dazu sagen, da frisst diese Stelle hier schon wirklich sehr viel Platz. Allerdings kommen ja hier auch keine Faunaugenbarsche rein und auch keine Diskusfische. Also was? Zum. Nee, leider nicht. Also muss ich dir jetzt den Spaß verderben? Altum? Ich habe schon bei Simon 25 Altumskalare für das Ganze. 25 Altum? Nee, eigentlich, wenn, was müsste man da Großes aus Afrika reinsetzen? Da sind wir ja thematisch schon wieder falsch. Einen Goliath-Tigerfisch, der kommt auch aus Afrika. Aber ja, oder für den wird es ein bisschen eng. Dieses Baba-Baby, wie heißt denn das? dieser riesengroße, fette Rüsselfisch. Ja, ich versuche mal ein Bild einzublenden. Das ist echt ein spooky Fisch. Ja, ja. Der macht mir auf dem Bildschirm Angst. Der kommt hier nicht rein, nein. Nee. Also es wird, habe ich euch ja schon angekündigt, ein Tribute Westafrika-Aquarium. Kein reines Kongo-Becken. Wir müssen jetzt ein bisschen so diesen Übergang finden. Er ist ja auch nicht nur im Kongo. Nein, das stimmt. Und die Pflanzen, die beim letzten Mal, also beim ersten Mal, diese Eichhörnchen, die kamen schon aus dem Kongo, also auch aus dem Land Republik Kongo. Und die Anubien habe ich aber aus Kamerun bekommen. Mhm. Und das ist ja nun ein Stück weiter links und ein Stück weiter oben. Kamerun. Genau, also es wird jetzt ein Aquarium-Thema westzentral, wie auch immer, Afrika. Wir wollen auf jeden Fall die Pflanzen vom Roland hier verwenden, die kommen da noch rein. Und wir wollen natürlich ein paar Fische verwenden. Wir wollen ein paar Fische reinsetzen, die, ja, für die er bekannt ist. Die Auswahl steht zu 80% fest, würde ich sagen. Und da sind auch ein paar echt coole Sachen dabei, die wir beide noch nicht auf dem Schirm hatten. Und es wird Biotop-Style werden. Schon schön, aber Biotop-Style. Jetzt haben wir 20 Minuten gequatscht. Und noch nichts ist passiert. Ja doch, wir haben ja jetzt schon mal eine Rückwand eingebaut. Ja, in einem Zeitraffer, was wahrscheinlich eine Minute gedauert hat, das weiß ich jetzt noch nicht. Was machen wir denn jetzt für Bodengrund rein? Ja, das ist auch noch passiert, genau. Denn der ist auch schon von magischer Hand gewaschen worden. Ja, wie nennen wir den jetzt? Also ich bin ja ehrlich, eigentlich steht auf dem Sack, das reicht auch noch nicht, was hier drin ist, steht ja drauf, Back to Nature Amazonas. Es gibt ja jetzt Kongo. Gibt's. Finde ich allerdings von der Optik dafür nicht passend. Ja, das wäre zu dark, also zu dunkel. Oh, wir müssen definitiv den Anglizismen aufhören. Es wird ja kein Dark Ambient Aquarium. Genau. Also das ist halt einfach die dunkle Rückwand, dann dunkle Kies. Das würde dann alles schlucken. Gell? Ja, dann wäre es ja wie in der Aquarienanlage. Genau, und das ist ja hier drüben auch relativ düster. Wir wollten den Kies jetzt einfach nicht wieder verwenden, noch. Wir werden das Ganze hier ein bisschen anders machen und haben wir das eigentlich schon mal empfohlen? Wir haben ja schon etliche Shoutouts gegeben an diese ganzen Biotop-Aquarienkanäle. Hatten wir den Kongo Nature-Fotografie schon mal? Also so heißt er bei Instagram. Nee. Bei YouTube heißt der Thomas Minesi. Das müsst ihr euch mal anschauen. Mega spektakulär. Der Kerl scheint doch irgendwie zu wohnen. Der war auch letztens hier bei so einer Westafrika-Tagung entweder in Belgien oder in Deutschland sogar zu Gast. Und das ist krass, weil das sind so die einzigen wirklichen Biotopaufnahmen, die ihr im Internet finden werdet, von zum Beispiel Flüssen im Kongo-Gebiet oder diesem Klarwasserfluss, diesem River Far oder diesem Lake Far, den es da gibt. Also das ist so das Einzige, was ihr finden werdet an Aufnahmen. Und da ist einiges Inspirierendes dabei gewesen. Und das habe ich mir jetzt mal angeschaut. Und also ganz eins zu eins High-End-Hardcore-Biotop wird es nicht, denn das ist ja manchmal auch einfach nicht schön, sondern das funktioniert einfach, aber es sieht jetzt nicht super ästhetisch aus. Wir wollen ja hier eine Mischung machen aus einem schönen Schauaquarium mit Biotop-Flair. Und deswegen habe ich mich für einen Kies entschieden, und zwar in dem Fall der Back to Nature Amazonas, und den nennen wir jetzt einfach Back to Nature Kamerun. Mhm. Den nehmen wir jetzt. Es gibt auch viele von diesen Aufnahmen, da ist weißer Sand zu sehen.
der lässt sich schwierig sauber halten. Das ist einfach was, was ich immer wieder im Praxislauf festgestellt habe und du ja auch damals in deinem Biotopbecken. Du hast dann immer so eine Mulm- und Gimpelschicht drauf und das ist einfach auch für den Pflanzenwuchs nicht das Optimum. Deswegen wird es der. Haben wir schon einen Namen für das Aquarium? Das Roland Tribute Aquarium wird das. Ach so. Ja. Ich dachte Anupias im Nebel. Das überlegen wir uns einfach. Gibt es nicht so einen Film? Gorillas im Nebel? Ja, ja, den stimmt. Den gibt es auch. Genau. Ja, stimmt. Ja. Ja, und das wird es werden. Und den habe ich jetzt schon mal gewaschen. Der wird natürlich nicht ausreichen, deswegen muss ich wohl noch mehr waschen. Es wird jetzt hier so sein, dass ich den Kies, so wie er ist, da reinpacke. Keinen Bodengrunddünger drunter, sondern wir arbeiten wieder mit den Meisterlinie-Kapseln, mit den Rootcaps. Und die werden dann punktuell gedüngt. Also die Pflanzen werden punktuell gedüngt. Das kannst du erzählen, wenn das Zeug da reinschüttet. Soll ich das jetzt schon reinschütten? Ja, ja, klar. So, es ist ja sauber gewesen. Ne? Call to action. Ja, sieht clean aus. Das wird jetzt ein richtiges Instant-Becken. Na klar. Wahnsinn. So, Kies rein, Wasser rein, fertig. Ich dachte erst fast, das wird zu wenig Kies. Das wird auch zu wenig Kies. Wir müssen noch was waschen. Ich brauche hier eine gewisse Bodengrundhöhe. Also ich nehme mal an, dass die Anubias ordentlich wachsen werden. Dann müssen wir es schon wenigstens so hoch einfüllen, dass die ordentlich... Du willst sie auch einpflanzen? Natürlich werde ich die einpflanzen. Und die Anubias, die kannst du ja vielleicht auch mal kurz einblenden. Die habe ich ja schon etwas vorkultiviert. Denn die Pflanzen habe ich ja schon seit 10 Monaten. Ebenmeers oder Submeers? Submeers. Mhm. Und gestanden haben sie allerdings Emers. Also ich habe auch Biotopaufnahmen, die können wir auch noch mal mit reinblenden. Da seht ihr mal, wo die Pflanzen herkommen, wie es dort aussah. Und hatte ich schon mal in dem Weihnachts-Adventskalender, hatte ich auch schon mal Biotopaufnahmen eingeblendet. Natürlich welche, die ich bei irgendwo gefunden habe. Ja, ich habe ja die originalen Bilder. Also von da, wo die Pflanzen herkommen. Und nicht nur die Anubias, da kommen noch ein paar andere Pflanzen rein. Das zeigen wir euch aber dann, wenn es ans Bepflanzen geht. Jetzt werde ich erstmal noch Kies waschen, aber ich denke mal, mit der Kieshöhe hier komme ich hin. Und ja, dann schauen wir mal. Wir werden es heute nicht bepflanzen. Wir machen einen Darkstart. Wir machen einen Darkstart, genau. Ich werde nachher euch noch zeigen, wie wir das Wasser hier einfüllen. Denn da haben wir ja auch was Tolles gebastelt, dahinter deiner Aquarienanlage. Nein, ich bin ganz begeistert. Ich war so froh, dass das weg ist. Ja, aber ich brauche Arbeitsmaterial. Ich kann es verstehen und deswegen habe ich mich breitschlagen lassen. Genau. Außerdem ist das jetzt hier dein Verantwortungsbereich. Ich bin nur noch oben drauf. Lass mich einfach machen, das wird gut. Jetzt wasche ich erstmal noch den Kies und ich nehme an, wir kommen mit 2 Säcken hin. Also 20 Kilo insgesamt vom Kamerun Back to Nature Kies werden wir brauchen. Und was die Deko angeht, also es kommt wahrscheinlich noch mal ein bisschen Holz oder Äste rein, das überlegen wir uns aber noch final. Das wird jetzt noch nicht gleich passieren. Es geht dann weiter mit dem Aquarium, also für euch geht es dann später weiter. Nee, für euch geht es gleich weiter, für uns geht es später weiter. Und wir machen jetzt erstmal Kies. Oh, das ist gerade so schön. Idyllisch. Ja. Hinten die Monsterer, dann hören wir die Papageien zwitschern. Ja. Ich habe schon das Gefühl, wir lieben es, wenn die Papageien zwitschern. Ich habe das Gefühl, wir sind schon im Kongo. Auf geht's. Ja, auf geht's. 20 Kilo hat gereicht. Okay. Und ich denke, es ist eine ordentlich hohe Schicht geworden. Also der kleine Finger verschwindet drin. Das hat gut. So 5, ist auch eine schöne Farbe, gell? Ja, ich denke auch. Lichttechnisch werden wir ja noch ein bisschen was anders machen. Denn da kommt eine Helialux drüber. Da habt ihr ja schon ein Video von uns gesehen. Und hier werden wir sie jetzt mal verbauen. Warum willst du jetzt eine Helialux drüber bauen? Aus 2 Gründen. Zum einen, weil ich natürlich im Laden der Kundschaft gerne mal präsentieren will, wie sie aussieht. Denn in der Verpackung ist halt immer schlecht. Und hier können wir es dann mal live zeigen. Und die Anubias möchte nicht so hell stehen, sonst kriegt die immer schwarze Punkte. Okay. Weil wir haben ja festgestellt, dass der pH-Wert und die Lichtausbeute aus einer Helialux wie Multilux also gar nicht so weit auseinander sind. Das stimmt. Der Vorteil der Helialux ist halt einfach das Dimmen. Das geht jetzt aber nur smart und nicht mit einem Plus-Minus-Drücker. Gell? Und ich fand das Interview sehr gut, was du mit dem Stefan von Liquid Nature. Der analoge Stefan meinst du? Der analoge Stefan. Und ja. Da gab es einen Kommentar drunter. Vielleicht blende ich den jetzt auch mal ein. Ach ja. Diese ewige Verwehrung der Zukunft. Er mag euch ja beide, aber die ewige Verwehrung der Zukunft, das geht ihn aufs Schwein. Da muss ich jetzt mal ganz verteidigend sagen, die Zukunft, damit haben wir ja gar kein Problem. Denn die Zukunft liegt ja in den Lampen selbst. Ja. Die Anwendung
die ist ja nur smart. Die Lampen selbst sind ja, auch wenn du sie bei 100% laufen lässt oder manuell dimmst, ja trotzdem gut und fortschrittlich. Ja. Also von daher. Und Helialux in dem Fall, du hast das ja gerade schon angesprochen, also die Leistung an sich ist ja die gleiche. Ich will mir jetzt aber diesen Luxus gönnen, das Aquarium dunkler machen zu können. Ich muss aber mal gucken, weil es sind ja nicht nur Anubien, die hier reinkommen. Das Becken wird doch relativ pflanzenlastig, denn ich habe ja noch ein paar andere Schönheiten bekommen. Und wenn ich es jetzt so sehe, denke ich, also die Pflanzen sind ja alle gewachsen, es könnte eng werden. Da muss ich mal schauen, wie wir den Kompromiss finden zwischen dem Lotus, der ja schon kompakter wächst, wenn er mehr Licht hat, und der Anubias, die eher Punkte kriegt, wenn sie so mehr wächst. Du möchtest keine Schwimmblätter? Nee, ungern. Weil dann hättest du kein Problem mehr mit dem Licht für die Anubias. Der Roland hat mir einen Trick verraten, und zwar, warum die Pflanzen, da wo er sie gesammelt hat, keine Schwimmblätter kriegen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, weil normalerweise wächst eine Seerose immer im stillen Wasser. Die werden abgefressen. Nee, gar nicht. Die stehen im Fluss und da fließt das Wasser und da hat er keinen Bock, Schwimmblätter zu kriegen, weil es eh nichts bringt. Und sagt sich, gut, dann bleibe ich klein. Und das ist ja auch mal eine coole Methode. Da machen wir hier eine Panterei-Pumpe rein. Ja, die größte und volle Pulle. Genau. Dass das Wasser dann einfach hier weg ist. Und da ist es alles. Dann ist der Kies wirklich gerade an der Seitenscheibe. Ja. Mal gucken, wie wir es machen, auch mit Strömungen und Skimmer und so. Da habe ich mir jetzt noch keinen Kopf gemacht. Das werdet ihr sehen. Aber was ihr jetzt auch sehen werdet. Der Skimmer geht jetzt nun gar nicht der mehr. Der geht nicht, nee, es wird ein Eheim reinkommen. Was ihr auf jeden Fall sehen werdet. Wir kriegst ihn ja nicht dran. Ach siehst du, Mensch, jetzt hast du das Teil hier liegen. Jetzt können wir mal zeigen. Also ich mit meinen sandigen Händen. Das ist der Salzgneis. Ja, und die heißt Rocky. Also das Modell gibt es als Orinoco, a.k.a. Kongo und Rocky. Und das wäre Rocky und das würde Arnie heißen. Ach, der war zu schlecht. Das ist jetzt ein 80er Becken, oder? Ja. So, und ich muss sagen, ich finde die Kongo eigentlich cooler vom Design. Also so geht es jetzt trotzdem auch. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist besser als die Slimline. Also das sieht besser aus als die Slimline. Und weil die Slimline ja wirklich, Slim sagt ja schon. Die ist sehr slim und die ist nicht so fett wie so eine richtige 3D-Rückwand. Und ihr seht ihr schon, ihr habt hier zwei Teile, die so mehr oder weniger ineinander greifen. Deswegen ist ja hier auch nochmal Schwamm dazwischen. So sieht das Ganze aus. Und das ist jetzt diese Basalt-Gneis-Rocky-Variante. Mhm. Und ein Meterbecken, kein 80er, sehe ich gerade. Das ist ein Meterbecken, also ein 180er. Das Positive an der Slimline ist, auch wenn sie natürlich jetzt nicht so 3D-mäßig ist, die hat ja halt auch einen slim Preis. Ja, das stimmt. Die Teile sind schon teuer, das muss man dazu sagen. Ja. Allerdings ist das hier im Laden einerseits wichtig, dass wir es auch mal zeigen, weil auch hier, mal ganz ehrlich, würdest du dir hier vorstellen können, dass das gut aussieht? Also natürlich, die Slimline sieht auch gut aus. Ja, du kennst das ja schon. Nach 24 Jahren würde ich sagen, ja. Das aber du meinst, der Laie, der wird sich sagen, was soll ich jetzt dafür bezahlen? Ich weiß gar nicht, was kostet dich jetzt. Ja, das wäre teuer. Schon viel. Okay, und jetzt sage ich, okay, das soll ich jetzt bezahlen. Ja. Und das sieht man jetzt natürlich bei uns. Und vor allen Dingen, wir haben ja bei unserer Hausärztin das Becken eingerichtet. Mhm. Grüße an Katrin. Ja. Und da haben wir eine Juwel reingebaut. Ja. Und das Becken steht jetzt 2 Jahre. Mhm. Und wenn ich jetzt Back to Nature dagegen vergleiche, ist es wirklich von der Farbechtheit. Bei mir 16 Jahre und steht jetzt immer noch. Ja, und bleibt so. Das ist halt einfach der Vorteil. Natürlich könnte ein Juwel auch Juwelrückwände reinmachen, aber dann hast du nach 2 Jahren eigentlich nur noch grau. Juwel kann gut Aquarien, Rückwände und Rückwandfolien nicht so gut. Ja. Da sind wir jetzt einfach transparent und ehrlich. Folienkleber. Folienkleber, ja, das stimmt, ja, Folienkleber. Ja, ist wirklich schwierig. Ist schlecht. Ist nicht schwierig, ist einfach nur schlecht. Deswegen gibt es da keine Credits von uns. Ja, was wir jetzt noch machen werden, also der Kies ist ja nun komplett drin, ihr habt es gesehen. Wir füllen jetzt Wasser ein und in diesem Zuge zeigen wir euch gleich mal, wie wir das hier hinter den Kulissen gelöst haben, damit wir weiches Wasser bekommen. Und das gucken wir uns jetzt einfach an zusammen. Also, wir haben jetzt hier diese 300 Liter, die du schon hast volllaufen lassen. Und die Fässer da oben, die sind jetzt noch leer. Und ihr seht hier schon, da hängt ein Stück Schlauch dran, also ein langer Schlauch, der reicht bis zur Schaubeckengalerie vorn. Ja. Und über den zapfe ich mir dann im Prinzip mein aufbereitetes und auch schon vortemperiertes Wasser. Und das pumpe ich erstmal da hoch. Also hier unten haben wir das reine Osmosewasser. Dann habe ich hier schon mein Gemisch gemacht mit Aufhärtesalz. Das machen wir gleich. Das habe ich errechnet. Und wenn das jetzt alles so hinhaut, wie ich mir das errechnet habe, müsste da oben eine Carbonathärte von 1 und eine Gesamthärte von 6 bis 7 bei rauskommen. Das werden wir sehen. Ansonsten passe ich die Menge an, denn das ist jetzt für mich auch Premiere. Und hier haben wir so eine Schmutzwasserpumpe drin, die richtig Power hat. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis die 2 Fässer voll waren. Ne? Also so knapp 2,5 Stunden. Und guck mal, und ich bin jetzt hier auch schon komplett
Wir machen es lieber wieder aus, weil das fließt nämlich jetzt 1:1 hier hinten in den Abfluss rein. Das weil die nicht. Fässer sind ja schon voll. Ich habe mich jetzt hier auch schön eingesaut mit Osmosewasser, ja, aber es trocknet ja fleckenfrei. War vorher schon. du machst jetzt also Schmutzwasserpumpe an, pumpst das hier oben rein. Ganz genau. Nee, jetzt mischst du erstmal dein Salz da unten rein, oder? Genau, so, und das mache ich während des Hochpumpens. Also ich mische das, ich streue das hier rein und auf dem Weg nach oben, also die Pumpe vermischt sich. Mach das doch mal. Das mache ich jetzt. Ich brauche nur noch einen Becher, aber den habe ich hier hinten irgendwo liegen. Und ihr seht, wenn ich soweit bin. Gut, alles wird Becher. Genau. Das ist jetzt echt aufregend. Ich benutze jetzt zum ersten Mal deine Konstruktion. Die neue Konstruktion. Und wenn jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe, kommt da Wasser raus. Kommt jetzt Wasser raus. Und es kommt Wasser raus? Es kommt Wasser raus. Ich drehe durch. So macht nämlich der PVC echt Spaß, weil es geht einfach nur gut von der Hand. Theoretisch müsste das jetzt 1 Grad KH und 6 bis 7 Grad GH haben. Und das werden wir jetzt natürlich erstmal überprüfen, bevor wir uns hier einfach aufs Gefühl verlassen. Wollen wir das wirklich vor der Kamera tun? Nee, wir machen das jetzt. Das Video jetzt wieder 4 Stunden wie unser Osmose-Einmisch. Wir hatten ja schon mal ein Video gemacht, wie man Osmosewasser aufbereitet und einmischt. Also was habe ich jetzt gesagt? Im Idealfall sind wir bei 13. Wenn du es nicht weißt. Ich weiß es nicht. Ihr zählt alle mit. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, den Take können wir unmöglich drin lassen. 27, 28, oh Gott. 29. Das sind doch keine 30 Grad Härte. 30. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir haben da, ich weiß nicht, 60 Tropfen gezählt. Das könnte ein bisschen länger dauern. Das war auch nicht so geplant. Ja, guck mal, wie geil das aussieht hier. Oh, ich liebe diesen Kies. Was man nicht im Kopf hat, hat man im Cuttermesser. Genau. Ich habe nämlich gerade festgestellt, also jetzt ist neuerdings bei Juwel dieses Teil gar nicht mehr dabei. Das wusste ich gar nicht. Also wir haben jetzt hier noch eins gefunden. Denn das Loch ist hier tiefer als der Filterauslauf. Normalerweise geht das ja hier drauf und kommt dann oben raus. Ah ja, also da das Loch jetzt hier in dieser Rückwand ist, müssen wir da durch. Und hier aber eigentlich der Auslauf ist, müssen wir jetzt diese Distanz überwinden. Genau, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen dieses Stück hier, das wird aber nicht ganz durchpassen. Oder wir nehmen einen Schlauch und bauen den hier durch. Also der passt auf jeden Fall schon mal, das habe ich gerade getestet. So, und jetzt müssen wir auf diese Höhe kommen. Ich werde aber diesen Schlauch jetzt warm machen. Ja. Hier draufstecken und dann so rum durchfädeln und dann vorne abschneiden. Könntest du ja auch aus PVC-Rohr auch was bauen. Könnte ich mir was bauen? Ich habe alle Winkel da. Nee, ich mache das jetzt so und werde das dann auch so anpassen, weil das ist. Das ist eben das, was ich gesagt habe. Das wird zwar alles schön gebaut, also wir bauen den Filter gleich zusammen. Das ist nicht mal ansatzweise Plug and Play, aber die Rückwand von Juwel ist auch nicht Plug and Play fürs Juwel Aquarium. Also am schlimmsten finde ich von Juwel dieses Filtercover. Ja, das meine ich doch. Das passt ja gar nicht, gell? Nee, überhaupt nicht. Da hast du dann hinten und auf der Anweisung so, wo man dann an welcher Linie einschneiden soll für das Becken, für das Becken, für das Becken. Genau. Weil du ja drei Filtergrößen hast. Du hast ja M, L und XL. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Also ich musste hier noch ein kleines Stückchen von diesem Schaummaterial wegschneiden. Ja. Denn zum Glück schwimmt. Jetzt, ein Vorteil müssen wir jetzt mal, jetzt wo alle über Energiekosten reden, gell? Ja, es isoliert. Das isoliert richtig, weil das ja wie Bauschaum ist. Mhm. Ich musste dieses Rohr ein Stückchen kürzen, weil das ging zu weit nach vorn. Weil sonst hätte ich das hier unten. Ja, film ruhig von oben. Da, siehst du es? Ich sehe. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich sehe alles. Ja. Und das
muss ja hier drauf. Und deswegen musste ich das hier ein Stückchen kürzen. Das hier, man sieht ja nichts. Du musst ja ganz genau beschreiben, wie in einem Podcast. Da vorne. Dieses kleine Stück, wo ich gerade wackel. Ja. Das ist das, was vorne aus der Rückwand rausguckt. Und das lange Stück, was hier aus der Pumpe rauskommt. Das S-förmige oder das? Also ein 45-Grad-Winkel ist das. So, und das ist die Lampe hier, die macht das. Jetzt kann ich es besser sehen. Ja. Und das Stück geht ja normalerweise nach oben und jetzt muss ich es nach unten und dann jetzt hier damit verbinden. Ah. Ich bin noch nicht hundertprozentig glücklich. Das kann sein, dass ich das nochmal anpassen muss, weil ich habe jetzt hier so eine Hebelwirkung auf der Pumpe und ich mag es nicht, wenn irgendwo was drückt und hebelt. Aber es funktioniert. Ich schmeiße es jetzt mal an, dass du siehst, wie es funktioniert. So, es funktioniert schon mal. Also es kommt sowieso noch ein Skimmer auf die andere Seite. Aber ich bin jetzt erstmal soweit zu... Sterzt so ab. Gut. Ja, ich bin jetzt erstmal soweit zufrieden. Wie gesagt, ein bisschen nacharbeiten muss ich noch. Aber du siehst schon, also der Filter ist noch leer. Es funktioniert. Die Schwämme noch nicht drin. Willst du mal was zum Schwammaufbau erzählen? Ja, also wir nehmen jetzt... Weil da kommen immer wieder Fragen, ja? Ja, gibt doch ein schönes, ausführliches Video. Und so wie ich gehört habe, empfiehlt das Juwel auch ganz gerne, dieses Video. Also, im Bioflow-Filter habt ihr hier diese zwei Einsätze. Unten, oben. Jetzt fragen die Leute immer, wo kommt das Biofiltermaterial hin und wo kommen die groben Schwämme hin? Die feinen Schwämme kommen da unten und dann kommt das Biofiltermaterial, was nicht dabei ist, das Cirax. Ja. Oder ihr macht Siporax oder irgendwas anderes rein. Das geht auch, das kommt hier rein. Und dann geht es oben weiter mit einem groben Schwamm. Dann dieser Nitratschwamm, wobei Nitrat ist relativ. Also hier ist so ein, wo ist das? Hier ist so ein Schlitz drin in dem Schwamm. Ich mache das mal auf. So, und da ist ein Nitratabsorber drin oder was? Ein paar Animpf-Tabletten. Also sind Bakterien-Trockenkulturen. Ach ja, das wusste ich selber nicht. Und die sind da drin. Der funktioniert einfach und deswegen lassen wir ihn ja auch hier dran. Da wird ja jetzt auch nichts modifiziert. Wie gesagt, Biofiltermaterial, klar, kommt noch rein. Ansonsten lassen wir das so. Was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, hier kommt natürlich noch der Schwamm, also der Kohleschwamm. Aha. Der hält am wenigsten lang. Also viele fragen immer, wie lange diese Schwämme halten. 4 bis 6 Wochen, kann man so sagen. Überhaupt. Also ich würde jetzt, wenn das Aquarium noch so trüb ist, Kohle nimmt ja Gerüche, Farben, Trübung aus dem Wasser, würde ich den jetzt hier eine Woche laufen lassen und dann tauschen. Der muss nicht immer laufen. Also Kohle ist jetzt nicht ein permanentes Filtermedium. Und da oben drauf kommt noch dieses Filtervlies. Also das ist jetzt das Feine. Damit man die Standzeit noch ein bisschen verkürzt. Ja, damit es auch vor allen Dingen schneller klar wird am Anfang. Man kann natürlich auch da Filterwatte nehmen oder grobe Fliesmatten. Würde immer das von Serra nehmen. Dieses, kennst du das Grüne? Diese grünen Puffel? Die Bälle, die so extrem, die haben innen nochmal so eine Hohlkammer. Also dieses Garn ist nochmal richtig gekammert. Dadurch kann es unfassbar viel feiner. Funktioniert schon, das ist eine schöne Plug-and-Play-Lösung. Also das ist ja auch das meistverkaufteste Filtermedium. Und das ist ja nicht vorgesehen, dass man das ständig auswäscht, weil das dann einfach Ja, Filterwatte ist eigentlich so, zum Wegschmeißen, neu machen, gell? Ja, so genau. Macht man es ins Meerwasser-Aquaristik auch. Ja. Um halt einfach Eiweiße schon rein. Vorab Ja, dass zu der Teig gar nicht erst in den Filter dass kommt. Gar nicht erst, genau. Nitrit, Nitrat, Phosphat entstehen können. Hier, wie gesagt, kommt noch Biofiltermaterial rein. Das baue ich euch jetzt aber trotzdem mal exemplarisch zusammen. Das drücken wir jetzt hier nach unten. So, es geht jetzt alles noch ein bisschen schwer, weil die Schwämme noch sehr, sehr weit auseinander federn. So, und hier kommt dann, wie gesagt, die Kohle noch mit drauf. Die packe ich jetzt auch gleich mit dazu. Und dann oben das Vlies, also das steckt so drin. So ist das Ganze passend. Und dann gibt es da noch den Deckel, den packt man oben drauf und dann war es das. Und wie gesagt, ihr seht schon, der Filter ist durchdacht, das Prinzip funktioniert. Bevor ich das jetzt aber alles fertig mache, will ich noch mal so ein ganz kleines bisschen hier rumschnibbeln und drücken, dass wir, wie gesagt, keine Spannung auf der Pumpe haben. Und dann wird der Filter kompliziert. Das Video ist auch jetzt, glaube ich, lang genug. Ja. Ich denke, wir werden jetzt, was ist mit dem Wasser eigentlich? Wasser passt, funktioniert. Haben wir getestet? Ja. KH1. Da sind wir drauf eingegangen. Nee, passt, sonst wäre es jetzt nicht drin. Also ja. KH1, GH6 blenden wir euch gleich nochmal ein. Hat gepasst, hat funktioniert. Und Pflanzen kommen jetzt noch nicht rein. Wir lassen das Becken jetzt mal ohne Licht noch ein bisschen einfahren. Gibt da organisatorisch gerade noch ein paar Sachen, die erstmal wichtiger sind. Und dann seht ihr, wie es weitergeht mit dem Bepflanzen.
Und wenn ihr euch jetzt darauf gefreut habt, dass wir dieses Aquarium bepflanzen, dann müssen wir euch jetzt leider enttäuschen. Das Video ist schon lang genug geworden. Wir belassen es für heute bei der Hardware, beim Kies, bei der Rückwand, beim Aquarium selbst. Da haben wir euch ja auch noch einiges dazu erzählt. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Kies und Wasser können ja schon drinnen bleiben, auch ohne, dass wir das bepflanzen. Wir werden das Becken jetzt im Dark Start starten, was eigentlich für so ein Aquarium sehr, sehr untypisch ist. Aber das hat ein paar organisatorische Gründe. Wasser ist drin, Filter läuft, Heizer läuft, Licht bleibt noch aus. Und wir sehen uns dann, wenn wir das Aquarium bepflanzen. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Es wird spektakulär. Bis dahin, ciao. Ciao.